Erinnerung braucht Symbole, Erinnerung braucht Orte, Erinnerung braucht Rituale. Und insofern ist natürlich dieser 27. Januar hier in Deutschland der Gedenktag für alle Opfer des Nationalsozialismus. Und wir denken immer, wir wissen alles über den Holocaust. Wir wissen relativ wenig. Und insofern ist das, was wir heute hier Ihnen präsentieren, etwas Einmaliges. Es ist die erste Übersichtsdarstellung aller Außenlager von Auschwitz. Viele dieser Orte sind vergessen. Und es ist eine phänomenale Leistung, lieber Cameron Munro, die Sie erbracht haben mit dieser Webseite. Und wir sind sehr dankbar, dass wir das heute hier präsentieren dürfen. I would like to congratulate the authors of the website about the subcamps. I would like to thank all the people working for Association Tiergarten FIA and partners in International Auschwitz Committee and Holocaust Memorial in Berlin. I am sure that the memory that is today placed in a virtual part of our world will be an important source of knowledge for students, teachers, and all interested in the subject people. Zuvörderst ist der Gedenkstätte Auschwitz zu danken. Herr Kaczorzyk hat es eben ausgedrückt, was der Überlebende Władysław Bartoszewski gesagt hat. Wir haben eine Menge getan, aber wir haben nicht getan, nicht genug getan. Dazu ist zu sagen, dass die Welt viele Jahre die Gedenkstätte Auschwitz und den polnischen Staat mit der Aufgabe, diesen Ort zu erhalten, alleine gelassen hat. Und dies betrifft nicht nur den Erhalt von Auschwitz, sondern auch den Erhalt vieler anderer Gedenkstätten auf dem Gebiet des heutigen Staates Polen. Und das ist immer mit zu bedenken, wenn man die immensen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte berücksichtigt, die diesen Ort für die Welt über viele Jahrzehnte erhalten haben. Und dann kommt der Dank hinzu an die Initiatoren von T4. Nicht nur diese Gedenkstätte in Berlin geschaffen zu haben, mit der Unterstützung vieler, auch mit Ihrer Institution, Herr Neumerker, sondern auch die Wege dieser Website über viele Jahrzehnte verfolgt zu haben. In the early 1980s, when I was still at school, everybody had heard about Auschwitz. But nobody knew anything about the subcamps of Auschwitz. It was always in my mind, what were the subcamps? How did they work? What still survived after the war? What were they used for? So in 2005, we started to plan how we could re-find the subcamps of Auschwitz. We originally went to see the then deputy director of Auschwitz, Teresa Szabotka, to discuss it. And she was very interested in the project we had in mind and was hugely supportive. And we decided then to re-find all 44 subcamps of Auschwitz. Literally, we walking the sites all over Upper Silesia to find these places. And we spent 3 years in the field refinding them. Sometimes we had to go 4 or 5 times because it was very difficult to find some of these places. And between 2005 and 2008, we refound all 44 subcamps. All the material we collected was sitting on the hard drive of the association. And then in 2017, I was showing some of my German colleagues, Herr Purman and Herr Patzer, the material, and they said, wow, this is great. Why don't we do something with it? And I said, let's do something else. But Herr Purman was pretty adamant about this and said, let's do something with this. It shouldn't just sit on your hard drive. So it was that point we decided to do the website. Es bleibt tatsächlich sozusagen im Halbwissen der allgemeinen Bevölkerung, dass Birkenau als Konzentrations- und Vernichtungslager so etwas bleibt wie eine geheime Reichssache bis heute. Das hängt tatsächlich damit zusammen, dass man sehr oft von der Allgemeinheit her nicht in der Lage ist, quasi
diesen Gesamtkomplex, dieses Interessengebiet Auschwitz von 40 Quadratkilometern überhaupt richtig zu kontextualisieren. Und da setzt natürlich die Arbeit einer solchen Page ein, weil man hier sehr genau zeigen kann, inwiefern Auschwitz über zahllose Netzwerke nach innen und nach außen verfügt hat. Es ist ein sehr großer Aha-Effekt, wenn man den normalen Bevölkerungsteilen erklärt, dass mindestens 3.000 bis 4.000 Menschen jeden Morgen zur Arbeit gegangen sind im Auschwitzer Komplex, die quasi keine Häftlinge waren. Cameron Fury, da kann man sich gar nicht bedanken, das ist enorm, was er geleistet hat in den letzten 15 Jahren. Und wir stehen hier alle noch für Fragen für die Presse und für alle Interessierten zur Verfügung und bedanken uns sehr, dass Sie hier waren.